Was schon jahrelang befürchtet wurde, ist jetzt bewiesen. Plastik im Körper des Menschen war bisher noch nicht bekannt. Forscher aus Österreich haben in einer Pilotstudie jetzt jedoch erstmals Mikroplastik im Darm vom Menschen nachgewiesen. Die Medizinische Universität Wien und das Österreichische Umweltbundesamt teilten gestern mit, dass in den Stuhlgängen aller 8 Studienteilnehmern Kunststoffpartikel gefunden wurden. Die Probanden stammten aus verschiedenen Kontinenten und waren sich völlig unbekannt. Sie führten eine Woche lang Tagebuch darüber, was sie aßen. Dabei wurden auch mögliche Übeltäter wie Getränke aus PET-Flaschen oder Fisch- und Meeresfrüchte zu sich genommen. Die Ausscheidungen wurden anschließend nach den 10 weltweit bekanntesten Kunststoffarten untersucht. So fand man anschließend heraus, dass sich pro 10 Gramm Darminhalt etwa 20 Mikroplastikteilchen finden. Erschreckend ist zudem, dass auch Plastikpartikel im Blut, der Lymphe und sogar in der Leber aufzufinden sind. Derzeit ist noch unbekannt, ob sich das Mikroplastik in unserem Körper negativ auf diesen auswirkt. Weitere Details zu dieser Studie sollen auf jeden Fall noch folgen. Auch soll noch erforscht werden, was für Auswirkungen das Plastik auf unseren Körper hat. Ich finde es einfach toll, wenn mein Shampoo jetzt nicht mehr nur von außen pflegt, sondern auch von innen. Ruckzuck hast du dein Duschgel zum Abendessen verspeist. Wenn ihr nicht wollt, dass Mikroplastik in Produkten verwendet wird, dann fordert die Firmen dazu auf. Denn der Kunde ist ja bekanntlich König. Und ganz nebenbei könnt ihr hier auch noch ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Over and Out Green World Facts TV.